Was geht ab, meine Lieben? Ich darf euch mal wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video und Freunde des gepflegten Motorsports. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Wörthersee. Ich bin gerade ziemlich im Zeitdruck. Ich habe gerade nur kurz meine Blase entleert und dachte mir, ich fange jetzt mal kurz das Video an. Ich bin richtig im Zeitstress. Warum? Ich sollte eigentlich den Maximiliano abholen. Nürnberger Hauptbahnhof um 16.30 Uhr. Laut Navi würde ich da jetzt um 18 Uhr ankommen. So, jetzt hat Herr Hagen aber auf einmal beschlossen, mir diesen Part abzunehmen. Der holt jetzt den Maximiliano ab. Dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal zu, wartet mal da, trinkt euch mal ein Aperol. Ich komme ein bisschen später. Dann sagt er, nee, das kann ja gar nicht sein. Dann bin ich erst um 1 Uhr in Villach in Österreich am Wörthersee, das geht gar nicht. Ich fahre durch, habe ich gesagt, halt, stopp, jetzt beruhig dich doch mal. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen, da aufzuschließen, damit ich mich mit dem Hagen treffen kann und dem Maximiliano, weil ab Nürnberg nochmal 6 Stunden selber alleine Auto fahren, habe ich gar keinen Bock. Das macht in der Kolonne, macht ein bisschen mehr Spaß. Da kann man mal kurz anhalten, nochmal kurz quatschen etc., vielleicht Fahrradtausch machen. Da macht einfach mehr Spaß, als wir alleine fahren. Ja, ich habe mich dazu entschieden, mit keinem geringeren Auto als mit dem hier 6er Breitbau Prior Design BMW zu fahren. Macht wirklich richtig, richtig was her. Sieht richtig, richtig fett aus, muss ich sagen. Kriege ich auch nur Props hier auf der Straße. Da wird auch mal eben eine entspannte Pause gemacht. Also wirklich, das Ding scheppert dir komplett den Latz weg. Das Fahrzeug steht ja auch zum Verkauf. Ich habe es ja auch im Inserat geschrieben. Mit dem Auto fallen sie auf, ob sie wollen oder nicht. Freunde, komm, ich habe lang genug gequatscht jetzt hier. Ab im Auto, weiter geht's. Da stehst du mal wieder im Stau. Da darf natürlich was nicht fehlen, Freunde. Wozu haben wir keine Zeit, irgendwo anzuhalten, uns was zu essen zu holen? Und wenn der Magen knurrt, haben wir natürlich ein riesengroßes Problem. Wie gerade angesprochen, müssen wir natürlich die Kilometer abreißen und schnell da sein. Und was gibt es da nicht besser als eine komplette Trinkmahlzeit mit 500 Kilokalorien, mit 26 Vitaminen und allen Mineralstoffen, die man so braucht. Das Ganze hat sogar über 30 Gramm Eiweiß mit an Bord. Und Freunde, ich habe euch ja sonst immer Happy Banane empfohlen. Jetzt zurzeit noch verfügbar, Limited Edition, Coco Wild Choco. Ich sag's euch, Freunde, jeder, der auch nur halbwegs ansatzweise auf Kokosnuss steht, das Zeug ist der absolute Wahnsinn. Davon kann ich mich nicht satt trinken. Also wie gesagt, ist eine limitierte Edition. Checkt sie nochmal ab, bevor sie wieder weg ist. Ansonsten ist natürlich wie immer für jeden Geschmack was dabei. Und für jeden, der gerne was zum Kauen hat, sind natürlich auch die Riegel verfügbar. Deswegen checkt einfach mal den Shop ab. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und mit meinem Rabattcode kriegt ihr natürlich wie immer 10% auf das ganze Sortiment. Viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß beim Video. So, dann gucken wir mal, was die Jungs einholen. Ich habe einfach nur Bock. Freut euch auf geile Vlogs, Freunde. Ich glaube, ich hau täglich einen Vlog raus. Sprengt den Button, sprengt den Like-Button, sprengt die Kommentare, sprengt alles. Und dann lasst uns den Wörthersee gemeinsam rasieren. Ich bin hier gerade dran, die ganze Zeit. Laut GPS-Koordination hier müsste ich den Bobby G gleich sehen hier. Bin hier nämlich die ganze Zeit dran und suche hier den Bobby G per GPS-Live-Standort. So, meine Lieben, ich habe mal hier das Cabrio aufgeschmissen. Ha! Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum ich 400 Kilometer zugefahren bin. Richtig geiles Feeling. Und wenn es so warm ist, dann geht das auch vollkommen klar mit dem Wind. Ich hatte das Problem jetzt, wo es immer so ein bisschen 16, 15, 16 Grad war, dass man richtig schnell anfängt zu frieren im Cabrio, die Heizung auf volle Pulle machen muss, Sitzheizung, aber so, alles super. Und echt, ein richtig geiles Feeling hier. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass meine Klamotten hier wegfliegen. Was soll man machen? Gleich bist du im Bobby G haben. Es ist schon wieder so lost, ich kann es gar nicht beschreiben. Erst habe ich die Route zum Nürnberger Hauptbahnhof noch für Max. Dann ist Bobby schon mal weitergefahren Richtung Österreich. Dann haben die mich gerade angerufen in dem Moment, wo ich abgefahren bin Richtung Hauptbahnhof. Eine Minute früher hätte ich selber noch rumdrehen können, selber die Autobahn fahren können. Dann hätten wir uns schon getroffen. Dann fahre ich den Jungs jetzt wieder her, richtige Route. Ich hole die ganze Zeit ein. Was machen die? Jetzt fahren die falsch ab. Naja, jetzt fahre ich geradeaus hier um Rasthof und da warten wir dann. Dann treffen wir uns alle zusammen und dann fahren wir von da aus alle weiter. Hey! Hallöle! Ich habe sie gefunden, beziehungsweise ihr habt mich jetzt gefunden. Traumhaft schön. Das war ja wieder ein Krampf, sehen, ne? Hör mal. Geiles Shirt, ne? Geile Kiste. Timo ist auch mit am Start hier. Guten Tag. Grüß dich. Na? Alles gut, ja. Ja, sehr. Und bei euch? Ja. Hab ich ja nur ein bisschen verfahren, ne? Zweimal falsch abgebogen. Und was sagst du jetzt zu der Bude? Komm, jetzt hier live, instant Reaktion, komm. Du bist ja hier der Breitbau-Experte, oder? Ich würde gerade sagen, Karosseriemeister.
Der beste Deutschlands haben wir hier. Wenn du, warte mal, das ist jetzt wirklich hier, du hast ja auch bei Max nachgeguckt, ne? Wie der Breitbau ist. Das heißt, du weißt jetzt schon, was du hier machst, ne? Ich kann zwar noch nicht ganz reingucken, aber wenn ich so fühle... Aber was prüfst du da jetzt gerade genau? Fühlt, was nachgebaut wurde, so Radhausschale und sowas, weißt du? Ja. Und ob hier vernünftig Platz gemacht wurde. Ja. Und hier zum Beispiel das hier, ne? Wenn du hier reinfährst und der Radlauf hier so noch reingeht, das nehme ich immer zum Beispiel schon weg. Weil du da ganz oft das Problem hast, dass die Dinger aufsetzen. Das ist jetzt hier nicht der Fall, oder? Aufsetzen tut er nicht, aber ich weiß auch nicht, wie er fährt. Ne? Ist er hart oder ist er weich? Ist schon was härter, muss man schon sagen. Ne? Das meine ich. Ja. Das ist das Problem. Wenn du ihn richtig bearbeitest, dann kannst du ihn auch weich fahren, weil dann passt das trotzdem rein, das Rad, weißt du? Ja. Hier ist das gleich. Aber es ist wenigstens verschmiert, weißt du? Hier, also ich merke hier auf jeden Fall. Ich kann das schlecht zeigen jetzt natürlich. Ja, das siehst du nicht. Aber hier siehst du das. Hier, guck mal hier. Von hier siehst du das. Das ist so ein bisschen zugeschmiert alles, weißt du? Ja. Aber die Radhausschale ist halt mit eingeschmiert. Das heißt, wenn du mal die Radhausschale rausnehmen musst, dann hast du halt ein bisschen... Da hast du ein bisschen Fummelei. Ein bisschen aufschneiden, ne? Ja. Das Problem ist halt immer, dass die meisten halt einfach die Seitenteile nicht zumachen. Schneiden raus und machen dann nicht zu. Ja. Lassen einfach offen halt, ne? Ich habe auf jeden Fall schon deutlich schlimmere Sachen gesehen. Das Einzige, was mir halt auffällt, ist, das Ding muss mörderhart sein, Alter. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ja, Alter. Der ist schon hart. Oder? Ja, ist ein KW-Variante 3 drin, ne? Und da kannst du natürlich Zug- und Druckstufe einstellen, wie du magst, ne? Ja, aber sonst sieht er geil aus, Digga. Ich mag das mit der Farbe und so, das gefällt mir echt gut. Also von Spaltmaßen her und so hast du da sowieso immer Probleme. Also da kann ich aus Erfahrung sagen, die kriegst du meistens nie richtig hin, das ist so. Aber sonst, wie gesagt, Digga, du kannst halt einige Bodykits auch nicht zu 100% geil verbauen, weil die von vornherein einfach scheiße verarbeitet sind, weißt du? Und dann musst du halt das Beste rausholen. Und aber Prior ist ja schon ein Name. Ja, aber das heißt nicht, dass der, also die, das heißt nicht bei GFK-Teilen, dass sie passen. Ah, okay. Auch wenn du einen Namen hast. Du musst halt trotzdem immer bearbeiten, die Teile passen nicht richtig. Ich habe ja auch mal das 6er Grand Coupé gemacht. Ja. Da sind die Teile angekommen, hatte ich das nur rangehalten hier. Das war so verbogen, dass du so ein Stück Platz hier hattest. Ach du Scheiße. Ja. Was machst du dann? Ja. Dann kannst du alles bearbeiten. Ja. Alles bearbeiten. Hier bearbeiten. Halt immer so durch Wärme und Kälte dehnt sich das aus ein bisschen und so. Und GFK macht halt gar nichts. Ja. Deswegen musst du es halt übertrieben mit geilen Kleber und so verkleben. Aber ich finde nicht schlecht. Nachher gar nichts. Wenn du den mal vergleichst mit Max MCL, da fand ich den Lack nicht so gut. Also im Gegensatz zu dem. Du hast halt bei GFK oft einfach scheiß Oberflächen. Ne? Ja. Das heißt, das ist so wellig oder so. Das ist bei dem echt gut gemacht. Ja, ja, da freue ich mich. Ja. Also wenn, du bist ja quasi ein Experte. Normalerweise würdest du jetzt erstmal das Schlechte direkt raushauen, aber so viel Schlechtes hast du jetzt gar nicht hier zu erzählen. Ne? Nee. Also wie gesagt, man muss halt immer dran denken, das ist alles GFK und derjenige, der es anbaut, der muss meistens einfach noch dran arbeiten und das ist nicht schlecht gemacht. Auch mit der Tankklappe, so, ne? Das passt alles so weit hier, ne? Klar kann man sich über die Spaltmaße so ein bisschen beschreiten, dann hätte er hier noch was wegnehmen können oder so. Aber, aber so im Großen und Ganzen passt das schon, ne? Im Großen und Ganzen sieht das Ding geil aus. Ja. Hast du Bock zu tauschen, Digga? Gegen 48? Was denn? Gegen was? 48. Das ist doch so ein Oldie, oder? Ja. Was sind die denn wert? 30 ungefähr. Das passt nicht mehr, lieber. Ich pack noch einen 10er rauf. Ich hab den im Netz für 10 Euro. 48. 48? Digga, was nehme ich denn für meinen SL, der bei Bones im Video war, Digga? Der saß auf meinem Dach drauf und ist damit gefahren. Du, der hat... Dann nehme ich 65 für meinen SL, Digga. Der hat 60 gelaufen und neuen Motor. Und Prior, neu Lack, alles und alles eingetragen. Na gut, dann tausche ich gegen meinen SL, wenn du willst. Warum? Das, was ist der denn wert? Jetzt, Digga, nach Bones Video ist er, denke ich mal, 100 wert. Wisst ihr denn schon, mit welchem Auto Hagen kommt? Nee. Das wird eine Überraschung. Das mich gerne überraschen. Ich weiß es nicht. Verzaubert. Der hat ja noch 100 Überraschungen gefühlt. Ja, ja. Hallo, was hältst du denn von meinen Rückleuchten? Nein, die sind richtig sexy, denn das sind R32 Rückleuchten, Bobby. Die habe ich selbst eingebaut. Da hast du dich mal ein bisschen an mir orientiert, ne? Da habe ich natürlich einen rausgehauen mit dem R32. Schönes Teil. Da bist du ein bisschen neidisch. Ja, da war ich eifersüchtig. Als ich das Video gesehen habe, war ich auch erstmal so zwei, drei Tage groggy. Und da hast du bestimmt gedacht. Ich habe auch keinen Bock mehr mit dir zu sprechen. Hättest du vielleicht lieber an Schatten GT auch einen R32 geholt, ne? Ja. Soundtechnisch ist natürlich echt schon der Macht. Wumms, Sause. Aber du hast dich nicht lumpen lassen und du hast endlich den Diffusor lackieren lassen. Ja, Lucky war gestern noch dran, Lucky Flowy, ne? Ja, weil ich habe natürlich so einen Kommentar unter deinem letzten Video gelassen, das hat dir nicht so gefallen, ne? Da mit dem unlackierten Diffusor und dann mit diesen goldenen Felgen draufgeschmissen, sah das erst aus wie so eine Bastelbude. Aber jetzt mit den Valeo-Rückleuchten. Ja, ne, jetzt nimmt das langsam schon ein bisschen Gestalt an, ne? Ein Fahrwerk müsste mal reingeschaltet, ne? Da habe ich extra nicht drin, ne? Weil ich hatte ein bisschen Angst am Wörthersee.
nehme das ja da ein bisschen enger. Da, guck mal, wie stolz er ist. Guck mal, wie stolz er ist. Echt Gold. Hast die letzten YouTube-Einnahmen zusammengekratzt, ne? Ja. Mir die Schätzchen geholt. Wenn wir gleich wieder sehen, du, mit welchem Auto Hagen kommt, dann können wir eigentlich alle wieder einpacken und eigentlich nach Hause fahren, aber naja. Das kann ich mir denken. So, da habe ich gerade gedacht, hier, wenn du ein Cabrio hast und Dach offen, dann hast du hier diese Luke, die du schließen musst, damit sich das Dach öffnet. Da habe ich gedacht, hier passt ja gar nichts rein, deswegen halte ich die Sachen im Fahrraum, aber guck dir mal an. Alles. Hier kriegst du ja Platz ohne Ende. Kriegst ja alles rein. Koffer. Das ist ja fast wie in der Corvette, Digga. Alles. Ohne Probleme. Bam. Scheiße, Alter. Hagen Lause 63. Hast du mir was mitgebracht? Der ist bestimmt noch warm, nachdem wir gerade 200 im Cabrio gefahren sind. Es geht, hi, ne? Grüß dich. Moin, moin. Moin, moin. Die Cabrio-Gang jetzt hier am Start, wa? Ja, sehr. Was sagst du? Junge, das ist schon eine wilde Nummer, ne? Würdest du das bezeichnen als Sissisit? Fast. Da fehlt noch eine 5. Ah, okay. Aber ja doch, wir wollen ja, weißt du, das Problem ist ja gerade schon, alle machen jetzt diese abgehobenen Vlogs und Max macht jetzt so auf ganz bodenständig. Weißt du, Max sammelt bei der Sympathie. Ja, du schneidest das bestimmt alles rein, du Pizza. Max sammelt bei der Community die Sympathiepunkte. Guck mal, wie er da hier, guck mal hier. Asozial hochziehen. Macht einen auf Tesla-Fahrer und ich fahre mit der Bahn und die Jungs mit ihren dicken Karren und ich will lieber Sprit sparen und so weiter. Naja. Ist schon schwierig für unter 100.000 einen Sportwagen zu finden heutzutage, ne? Ja, Max, klar, natürlich. Ja. Alter, was ist das denn? Der hat Burmester hier hinten im... Der hat alles. Was ist das? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Welt, da kannst du Party machen im Stadtpark. Ja, Junge, erzähl doch mal, S63, Erstzulassung. Hallo, ich mach deinen Content selber, geh mir nicht auf den Sack hier. Guck bei mir das Video, wenn ihr euch für das Auto interessiert. Hagen sammelt auch Sympathiepunkte heute. Ja, Junge. Das ist also Hagens neues Auto. Er hat sich anscheinend hier nicht lumpen lassen. Boah, Junge, das Ding ist voll, ne? Guck dir das an. Das Ding ist komplett voll. Da. Hier auch. Boah, Junge, alles am Start. Leck mich am Arsch. Geile Karre. Ich glaube, ich muss auch ein paar Felgen produzieren. Digga, Felgen verkaufen sich noch nicht so gut. Von außen macht der Kahn ja was her, ne? Von außen? Was heißt denn von außen? Von innen. Von oben, Digga. Ja, man muss immer sagen, Mercedes ist irgendwie 2 Jahre immer vor BMW, ne? Also was ist das für ein Baujahr? 2011, 2012 ungefähr. Aber komm, jetzt sag mal zum Breitbau. Ne? Du bist ja hier Mercedes-affin. Ja, ich find den Wagen schick. Also sag mal was zum Breitbau, Max. Ach Leute, nee, jetzt hier nicht überall. Kann man sich nicht mehr ganz normal über Autos unterhalten. Nee, ich find den, halt mal die Hand rein da unten. Ich finde den Breitbau gut. Die Felgen hätten nicht sein gemusst. Das hätte ich nicht in Wagenfarbe gemacht. Ja, aber das Problem ist, sondern eher die Bremsen in Wagenfarbe und die Dinger hier vielleicht in Matt und das in Hochglanz oder so. So, das meinst du ja auch, das ist ziemlich geil. Dann sieht die Felge aber wieder aus wie 15 Zoll, weißt du? Das ist das einzige Problem. So Quatsch, was ist das? 20? Es sind sogar 21er, mein Lieber. Nee, ist geiler Wagen. Kann man machen, ne? Ja, kann man auf jeden Fall machen. Also wenn BMW, dann den. Ja, also falls du Interesse hast, ne? Wagen steht zum Automobile, gute Fahrt, ne? Wagen steht zum Verkauf. Das glaube ich dir. Ja, somit ist die Runde schon fast completed. Der Eiko, der ist schon am Wörthersee. Und ja, wie ihr seht, ist schon eine wilde Nummer. Ich glaube, das wird feuchtfröhlich und spaßig. Hier, die AMG-Fahrer, ne? Hast du nochmal super getankt, ne? Ha? Ja. Der Motor kann das ab, das ist Werksangabe. Ja. Ja. Bei 2,65, wie Power lässt du dich lumpen? Nee, aber jetzt mal auch hier zu unserem Schätzchen. Wir sind jetzt hier gerade hinter Nürnberg und wir haben schon die erste Tankfüllung weggeballert. 135 Euro und jetzt sind es auch schon wieder 145 Euro, 62 Liter. Also der hat sich wirklich komplett hier einen Volltank weggehauen in knapp 500 Kilometern. Das heißt, Wörthersee, eine Hinfahrt, 300 Euro, zurück auch nochmal 300 Euro, sind 600 Euro. Unterkunft sind wir so bei 250 Euro pro Person, bin ich schon bei 850 Euro ohne Taschengeld, ohne Trinken, Essen, Feiern. Das wird mal wieder ein spaßiges Wochenende, also definitiv ein Abo da lassen, Freunde, damit sich die Geschichte hier wieder halbwegs rentiert. Nein, wir machen natürlich auch hier zu eurer Unterhaltung, aber ich denke, wir werden auch viel Spaß haben. Genau, ich würde sagen, mit diesem Fuhrpark fahren wir jetzt erstmal zum Wörthersee und dann melde ich mich später wieder von der Unterkunft. Eine Sache muss ich noch anmerken, Freunde, der Hagen, der hat mal ein bisschen Gas gegeben. Dann habe ich mal irgendwann mal auch mal beschleunigt.
Und dann sagte der Max gerade zu mir, dass er meint, also der geht auf jeden Fall besser als sein CL und dass das Ding ja gut nach vorne marschiert. Und ich war mir dessen immer gar nicht bewusst. Man ist ja leider immer mit der Zeit leistungsverseucht, je mehr Fahrzeuge man fährt. Und es spricht ja eigentlich von den Fakten her, spricht ja alles gegen den Sechser. Erstmal ist ein Cabrio immer schwerer als ein normaler PKW, sag ich mal. Dann haben wir hier den Breitbau, dadurch natürlich einen schlechteren CW-Wert. Dann haben wir die mega schweren 21 Zoll Advanced Wheels. Plus wir haben einen Allradantrieb, was natürlich auch nochmal alles schwerer ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein schweres Fahrzeuggewicht plus rotierende Masse an den Felgen bzw. an den Achsen. Aber dafür scheint der anscheinend echt gut zu gehen, weil im Gegensatz also zum S63 von Hagen, der so um die 530 PS haben muss, war das schon ganz in Ordnung hier für den 6er, muss ich wirklich sagen. Habe ich eigentlich sehr unterschätzt. So Freunde, da sind wir. Berühmt-berüchtigten Wörthersee, Casino Felden. Hier stehen schon manche Fahrzeuge hier, wie ihr sehen könnt, vor den Hotels. Und was auch ganz geil ist, hier stehen die Fahrzeuge richtig schön flach hier auch an der Straße. Das sieht natürlich auch nicht schlecht aus hier, ne? Das kann man machen. Haben sich wahrscheinlich hier die Plätze gesichert. Und hier ist das Casino Felden, das berühmt-berüchtigte, meine lieben Freunde. Hier sitzen sie in der Bars abends, wird ein bisschen gepostet. Wird hier der Abend genossen, ne? So, wir zischen jetzt ab ins Hotel, weil es schon spät ist. Und dann gucken wir mal, was der Abend noch so bringt hier. Also, that's the entry hier. IQP ist auch am Start. Der pennt aber woanders. Ich bin auch dabei, ja. Du hast aber ein Zimmerchen mit deiner Liebsten, ja, ja. Ne? Ja. Ich bin du hast alles richtig gemacht. Genauso wie Hagen, ne? Der hat ja auch ein eigenes. Bitte leise sein. Wir sind leise, alles gut. Keine Party, nix. Ja, von dem gehe ich aus. Ja. Aber auch die nächsten Tage bitte. Wir haben ältere Herrschaften im Haus. Ja, wir haben nichts vor. Füße in die Hände, ja, wir gehen heute steil. Habe Schnaps im Überfluss, diese Fete ist so geil. Die wussten nicht, dass das GTI-Treffen ist. Die wussten nicht? Die wussten nicht, dass das GTI-Treffen ist. Ja. Ach so. Ja. Ach, deswegen. Gute Nacht. Oh ne, komm, bitte nicht jetzt hier. Käsefuß. So, hier ist die Bumsküche. Hier ist ein Schlafsofa. Da ist so eine Wohnzimmerecke. Ja, zwei Zimmer hast du gebucht. Ja, sind doch zwei Zimmer, oder? Plus Apartment. Jo. Das ist euer scheiß Problem. Also nochmal für den Chat. Ich habe für vier Leute gebucht, zwei Zimmer. Und das war bei jedem klar. Und jetzt haben wir plus das. Ich wusste nicht, dass wir zusammen pennen. Also, dass irgendjemand zusammen pennt. Ich dachte, jeder pennt einzeln, weißt du? Ach so, das ist der Problem. Ja. Also, was heißt Problem? Dachtest, ich wusste es einfach nicht. Eine Woche vorher haben wir für zwei du dachtest, ich dachte, du buchst was Vernünftiges. Eine Woche vor Wörthersee für 230 Euro fünf Nächte alleine in einem Zimmerpennsalon. Also, Junge, da kannst du nicht mal in Sachsen bei Enrico im Ibis-Hotel für pennen, für den Preis. Also, Carlo schläft hier. Das ist ja so realitätsfern. Dann fährt er nach Miami und sagt, oh, 250 Dollar die Nacht, Alter, wie sollst du da überleben? 250 wäre gut, er hat irgendwas von 800 erzählt. Jetzt muss ich mir hier den mit dem Fuscher Nummer 1 hier ein Zimmer teilen, das funktioniert nicht. Das. So, Freunde, damit endet der heutige Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Das sind mal hier so die Einblicke in den Wörthersee. Lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Wollt ihr Daily Vlogs? Einmal in die Kommentare schippern. Und dann sehen wir uns vielleicht schon im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao.